37, have a look. She's going to smile to make you frown. What a clown. Little boy, she's from the street. Herzlich willkommen bei unserer Talkshow Birgit Zinner Live. Unser heutiges Thema ist das Kunstwerk und dessen Wesen. Und darüber wollen wir heute mit der Künstlerin Birgit Zinner sprechen. Sie wird gleich aus ihrem Atelier zugeschaltet werden. Es funktioniert jetzt noch nicht so ganz, aber ich habe mir gedacht, ich werde zuerst mit der Künstlerin sprechen und dann auf eventuelle Fragen aus dem Publikum eingehen. Wir haben dafür circa eine Stunde Zeit. Gut, der Kontakt funktioniert noch nicht so ganz. Einstweilen möchte ich Sie kurz vorstellen. Sie wurde 1963 in Steyr geboren und hat an der Hochschule für angewandte Kunst, Malerei und Grafik studiert. Seither lebt sie als freischaffende Künstlerin in Wien und hat an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland teilgenommen. Gut, ich glaube, es funktioniert noch nicht ganz. Ja, also wenn wir heute über das Kunstwerk und dessen Wesen sprechen, so wäre es einmal wichtig abzuklären, wie dieses Kunstwerk entsteht. Vielleicht könntest du uns einmal erklären, wie du darauf kommst, wie du das machst. Also zuerst möchte ich mich bedanken für die Einladung, dass ich hier heute sprechen kann. Auch vielen Dank bei der Kunsthalle für diese Gelegenheit, über meine Arbeit zu sprechen und auch über dieses sehr interessante Thema. Und es freut mich auch besonders, dass so viele Besucherinnen und Besucher gekommen sind. Und auch so viele Freundinnen und Freunde darunter. Und wie viele Menschen habe ich ja meine Familie und meine Brüder, meine Analytikerin. Und da gibt es auch noch jemanden ganz Besonderen. Und das sind meine Besitzerinnen und Besitzer.
Und das freut mich ganz besonders, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Das ehrt mich sehr. Danke. Wie du darauf kommst, wie du das machst, das Kunstwerk? Also meine Kunstwerke entstehen während des Prozesses. Das heißt, es wird nichts geplant, es wird nicht vorbereitet, sondern ich fange damit an, indem ich einfach mit der Stichsäge drauf lossäge oder mit der Dekopiersäge. Und das wird dann geschliffen, gekittet über viele Tage hinweg, auch grundiert. Und dabei beobachte ich diesen Vorgang genau und schaue mir an, wie die Formen sind, versuche mit dieser Form zu kommunizieren und ein Gefühl für den Charakter zu bekommen, für dieses sich entstehende Ding. Und das dauert über Wochen manchmal. Also für die ganze Arbeit brauche ich ungefähr einen Monat, muss ich rechnen, bis diese ganze Arbeit, bis dieser Teil dieser Arbeit fertig ist, weil eigentlich ist es nur ein Teil von einem Ganzen. Also wenn ich anfange, ist es auch so, dass ich mich ja auf frühere Arbeiten beziehe. Es wäre gut, wenn wir ein bisschen mehr Eindruck davon bekommen könnten. Ich glaube, wir haben was vorbereitet. Ich glaube, wir haben, also es gibt da ein Foto auch von mir, wie ich mit der Stichsäge gerade arbeite. Und auch von einer anderen Ateliersituation, glaube ich, dürften wir etwas vorbereitet haben. Vielleicht kann man das zeigen. Ja, das ist meine Tochter. Sie wird uns gleich ein paar Bilder vorführen. Das ist aber viel Arbeit. Ja, das ist viel Arbeit. Wie machst du das dann finanziell? Ich meine, wenn du so lange brauchst, du tust ja nichts anderes. Wie ist da dein Jahresumsatz? Wie verdienst du das Geld? Wie machst du das? Also wir haben das schon vorher im Vorhinein besprochen, dass wir das heute nicht zum Thema machen. Ich glaube aber. Die Situation von Künstlerinnen und Künstlern in Österreich ist prekär. Und ich inwieweit überhaupt ein Kunstmarkt existiert, ist, finde ich, fraglich. Und ich möchte das heute nicht zum Thema machen. Es war auch so ausgemacht. Also ich glaube aber, dass es aber trotzdem gerade deswegen, ich glaube, dass es gerade deswegen wichtig ist, über darüber zu sprechen, wie die Bedingungen sind, unter denen Kunst entsteht. Gut. Da möchte ich eben noch einmal darauf zurückgehen, auf diesen Prozess der Entstehung, auf dieses, wie ich finde, sehr wichtige Element, dieses sehr wichtige Moment des gleichzeitigen Produzierens und Beobachtens. Das heißt, während die Arbeit entsteht, beobachte ich mich und reagiere darauf, je nachdem, was passiert. Also da wird der Zufall auch einbezogen, wenn mir was runterfällt, die Negativteile werden wieder aufgenommen, anders interpretiert. Es müssen ständige Entscheidungen getroffen werden und dabei ist es irgendwie ein sehr interessantes, sehr interessant, dieser Aspekt der Entwicklung. Das heißt, ich bin mir da ganz unsicher einerseits. Und andererseits muss ich ein gewisses Vertrauen haben, dass es funktionieren wird, dass irgendetwas entstehen wird, etwas Produktives, etwas Qualitätvolles. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Situation, finde ich, diese Mischung von Sicherheit und Unsicherheit.
du hast jetzt sehr viel über das Produzieren gesprochen, aber du hast nicht gesagt, wie du darauf kommst. Also kannst du sagen, wann das angefangen hat, wann dir das eingefallen ist? Ich habe angefangen 1986 mit diesen Arbeiten, und zwar aus dem Grund, weil 1986 habe ich eben nicht, so wie du zuerst gesagt hast, Malerei und Grafik studiert. Das habe ich auch, das ist meine Tochter, geh bitte in die Kunsthalle hinüber. So. Sondern ich habe angefangen in der Tapisserieklasse und musste dort von der Früh bis am Nachmittag trainieren, malerische Formen. Also wir mussten jede Woche mehrere Arbeiten abliefern, und und am Freitag wurde das dann angeschaut, und es wurde einfach nur trainiert und nur geübt, aber es wurde nicht reflektiert, und mir war das zu wenig. Ich wollte das nicht eigentlich weitermachen, und ich wusste keine Lösungsmöglichkeit. Und wir mussten aber während des Studiums auch eine Vorlesung besuchen von einem Philosophieprofessor, vom Dr. Burkhard Schmidt, und ich bin dann dort gesessen, und ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich habe mir das angehört, ich habe nichts verstanden. Und trotzdem hat mich das angeregt, nachzudenken über meine Situation und was ich machen könnte. Also ich meine jetzt nicht, ob ich jetzt Malerei machen sollte oder nicht, weil mit Malerei wollte ich mich sowieso beschäftigen. Aber ich habe mir gedacht, was soll ich tun? Wie gehe ich mit der Situation um, mit meiner Situation jetzt? Wie kann ich das rechtfertigen? Warum mache ich etwas so und nicht anders? Dass es eben zwingend ist. Und dann habe ich mich auf zwei Elemente bezogen, auf mich und meinen Körper, und habe mir gekauft so ein, das war so ein Naturpapier, das wir in der Volksschule auch verwendet haben. Das ist nicht lichtecht gewesen, und das war so ein Block, den habe ich da gekauft, so. Und einfach mit der Schere, quasi mit dem, weil einfach, da, das war so ein vorgefärbtes Papier. Und da habe ich einfach mit der Schere willkürlich hineingeschnitten, und so bin ich zu meinen Formen gekommen, weil die Farben waren schon da. Das war eben eine, quasi die Farbe, nicht im Sinn von Paint, also, sondern als Idee. Die Farben, also blau, rot, gelb und so. Und da habe ich hineingeschnitten, und so konnte ich da mit diese zwei Elemente schaffen, diese Formen und diese Farben. Und das habe ich dann auf dieses Wenige habe ich dann alles andere aufgebaut. Und da ist eigentlich alles miteinander seither in Verbindung. Auf diese Idee fußt mein ganzes Werk seither. Also das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Kannst du uns das etwas genauer erörtern? Ja, es gibt auch einen Plan. Also ich habe dann Pläne entwickelt über, das ist zum Beispiel ein solcher Plan, da gibt es, da, weil ich habe dann diese Formen und die Farben mit Buchstaben versehen und quasi ein eigenes System entwickelt, sodass unabhängig von einer endgültigen formalen und einem Bild, von einem endgültigen ästhetischen von einer ästhetischen Lösung eine rein konzeptuelle, ein konzeptueller Plan ist. Also ich habe da zum Beispiel dann das durchnummeriert, da
Da gibt es dann die Formen und die Farben und auch den Bildträger als gleichwertiges Element. Und dann, das ist eben ein bisschen so ähnlich wie das Sudoku, ist aber dann nur damit das eben eine gewisse Zuordnung, eine gewisse Struktur hat. Und das wurde dann so zugeordnet. Und nachdem, ich glaube, wir haben auch noch ein paar Fotos vorbereitet, dass man das auch sieht, wie das dann ausschaut in der Umsetzung. Also sie wurde dann quasi geplant und unabhängig davon, von dem, wie es dann im Endeffekt ausgeschaut hat, umgesetzt. Und es war dann so, dass ich dann eigentlich nicht mehr das umsetzen konnte. Es wurde dann schon so kompliziert mit diesem Negativ und mit dieser Umkehrung von dieser Form A, B' und so. Und das wurde dann so kompliziert, dass ich dann an den Punkt gekommen bin, wo ich das mit dem Computer machen musste. Ja, mit dem Computer hast du ja da eine effiziente Möglichkeit einer Bildfindung. Du hast aber, soweit ich weiß, etwas ganz anderes gemacht. Es sind dann eine Reihe von Materialarbeiten entstanden. Vielleicht lassen wir das einfach jetzt weiter durchlaufen. Und ich sage nur mal ganz kurz, ich habe mich dann eben gefragt, wie kann ich diese verschiedenen Schichten, die ich übereinander lagere, wie kann ich die miteinander verbinden mit verschiedenen Material wie Gluppen oder mit Drähten oder mit Messingbändern oder mit Gummi, das war so eine schwierige Geschichte, weil das haben sich alle dann später aufgelöst, diese Arbeiten. Aber es ist eben auch vom Material, das gewählt wurde als Trägermaterial. Das habe ich auch verschiedene Versuche gemacht mit verschiedenen, zum Beispiel eben Acrylglas oder auch Gummi oder Alu. Ich weiß jetzt gar nicht, also verschiedene Materialien noch. Und auch die Rückseite zum Beispiel mehr verwendet, zum Beispiel, weil bei der Hartfaserplatte ist ja die Rückseite so grob. Und dann gibt es auch, dann habe ich das ausgefranst gelassen. Das kann man, vielleicht finden wir da, haben wir da irgendwas dabei, was wir uns da jetzt noch anschauen können kurz. Weil da habe ich mich dann genauer beschäftigt mit diesen formalen Problemen. Dabei haben sich schon herauskristallisiert, oder es war nur in dem Augenblick schon klarer, die verschiedenen Themen, die sich da, verfestigt kann man nicht sagen, aber die sich da gezeigt haben, im Nachhinein vor allem, also so Themen wie zum Beispiel die Variabilität von der Arbeit, das heißt, dass innerhalb vom Objekt verschiedene Möglichkeiten beinhaltet sind, dass dieselbe Arbeit, das ist ein wichtiges Element, diese Gegensätzlichkeit von diese Vereinbarung von Gegensätzlichen, also dass in einer Arbeit, dass man das verschieden verändern kann, dass sie verschieden interpretierbar ist, dass es nicht nur ein Vordergrund, ein Hintergrund und der ineinander verzahnt ist, sondern auch, dass man das ganze Objekt umdrehen kann. Also dass es vorne und hinten bemalt ist. Und man kann das an die Wand hängen, einmal so, oder je nachdem, man kann es auch im Raum irgendwie aufhängen. Das ist ja eine Fülle von Arbeiten. Weißt du, wie viele das sind? Hast du deinen Überblick? Ja, es sind dann diese ganzen, vor ein paar Jahren habe ich dann begonnen, diese alle meine Arbeiten, die da entstanden sind und auch jetzt weiter entstehen, einen Plan zu machen, sodass ich mir da anschauen kann, wie die Arbeiten miteinander in Verbindung stehen. Da gibt es zum Beispiel diesen Plan. Das sieht man sehr gut, kann man das sehr gut erkennen. Ich habe dann auch noch andere Plätze, zum Beispiel diese Arbeit auch. Da kann man das sehr gut anhand der Symbole und der Farben und so erkennen, wie da
die ganzen Arbeiten zusammenhängen, die da seit 1986 entstanden sind und, wie und dass sie auch komplexer und beziehungsweise es ist so, dass ich dann mich auf, also nicht linear, dass ich das nicht linear beziehe auf frühere Arbeiten, sondern thematisch irgendwann wieder auf irgendetwas zurückkomme, also dann bis zu einem, und das dann durcharbeite bis zu einer gewissen Antwort und dann bis ich nicht mehr weiterkomme und dann versuche ich wieder auf was anderes zurückzuarbeiten. Und da haben sich auch verschiedene, zum Beispiel da gibt es die Grünen, das sind diese Kreise, die Kreise mit den Materialarbeiten und so Gruppen, also das sieht man da sehr schön. Dann kann man da diese Kringel, das ist zum Beispiel, das symbolisiert quasi dieses ein komplettes Drehen, auch von der Thematik her. Also wenn zum Beispiel vorher zuerst so Materialarbeiten und so entstanden sind, so ist das dann zum Beispiel so etwas, wo man das Material zurückgenommen, wo das Material zurückgenommen worden ist, also wo so, das so bearbeitet wird, dass man nicht mehr erkennt, welches Material das ursprüngliche war und mehr die Farbe und mehr diese Formen und das Spiel zwischen Formen und Farben beinhaltet ist. Es ist auch zum Beispiel, oder bei manchen Arbeiten auch zum Beispiel die Stärke der Arbeit, wo dieser Teil besonders wichtig ist. Also da wird ja auch immer bemalt. Also die Bildstärke. Und das ist dann auch bei manchen Arbeiten, da gibt es ja zum Beispiel da, ist das zeige ich nur ganz kurz. Also diese Arbeit zum Beispiel ist ja vorne, von vorne schwarz-weiß, aber von der Seite sieht man es sehr gut. Ich weiß nicht, wie man das in der Kamera gut sieht, aber das ist dann auf der Seite so bemalt. Das heißt, das ist, da liegt eigentlich die Betonung auch. Da also gibt es verschiedene Themenkreise. Arbeiten, aber das würde jetzt zu weit führen, die Pläne. Da jetzt noch genauer darauf einzugehen. Die Pläne, da haben mir gut gefallen, die Pläne. Also nur noch einmal zu diesem Plan. Also da gibt es eben diese Farben und diese Formen, aber dann gibt es auch noch die Titel. Ja, die Bildtitel, damit der Betrachter weiß, wie er das Werk interpretieren soll. Das ist ja aber in der abstrakten Kunst ja nicht so häufig. Das ist wirklich, ich habe mich da schon sehr bald dazu entschieden, Titel zu verwenden und nicht Nummerierungen oder so etwas, sondern die Sprache und beziehungsweise Schrift für mein Ordnungssystem von den Arbeiten zu verwenden und auch nicht nur als Ordnungssystem, sondern auch um als Zusatzinformation und als Zusatzelement die Sprache und beziehungsweise die Schrift, die Wörter zu verwenden. Also dabei bin ich eigentlich so genau, das war so ungefähr zur gleichen Zeit, als ich da angefangen habe mit dieser Trennung von Formen und Farben und habe die Bedeutung von, also beim Wort die Bedeutung, das auch so auseinandergezogen, so wie bei Farben und Formen getrennt, ist das auch bei der Schrift jetzt oder beim Wort, bei der Sprache, also eigentlich bei der geschriebenen Sprache, bei dieser Betitelung getrennt worden, die Bedeutung und das Wort und wieder verschieden zusammengesetzt und in verschiedener Verwendung zu den jeweiligen Arbeiten. Also das, zum Beispiel ist es dann auch so gewesen, dass das auch oft zu Missverständnissen geführt hat. Aha. Inwiefern? Also bei welcher Gelegenheit kannst du da etwas erzählen? Na, ja, ein witziges und vielleicht auch sehr prägnante Geschichte ist dieses meine Diplomarbeit als Beispiel. Als ich 1990
mein Diplom gemacht habe, da habe ich, weil es eben wie so eine großartige, eine große Situation ist, so ein großer Augenblick, aus dem österreichischen Wörterbuch, das ich damals schon als grundsätzlich verwendet habe, für so als immer zu, als Hauptelement, um diese Sprache, also das österreichische Wörterbuch, das ich ja in der Volksschule bekommen habe, um die Sprache zu, um die Schrift zu lernen, das habe ich dann verwendet, und da war irgendwie als angegeben vorne ein Kapitel über dieses, was man alles groß schreibt, und weil das ein großer Moment war, habe ich eben die vier Arbeiten, die da gereiht waren, habe ich dann genannt Mensch, Tier, Sache und Glück, weil das eben das war, was unter dem angegeben war. Und das hat dann schon zu Irritationen, weil eben man für manche nicht einsehbar war, warum das jetzt Mensch heißt. Ja, also ich weiß nicht, ich hoffe, wir haben können das auch kurz zeigen, diese Diplomarbeit, sodass man das, sodass man erkennt oder sieht, um welche Arbeiten es sich da gehandelt hat. Was auch ein interessantes Moment ist, war auch, das sage ich auch, weil es ist auch wichtig in meiner Arbeit, dass die Diplomarbeit als solche hat geheißen, Der Teufel der Verkehrtheit. Ist das nicht ein Titel von einem Gedicht oder von einem Roman? Oder? Genau, das hat sich bezogen auf die Geschichte von Edgar Allan Poe, der von einem Mörder spricht, der den perfekten Mord begeht und der dann sagt, ah, jetzt habe ich den perfekten Mord begangen und niemand kommt je drauf, wenn ich mich nicht selbst verrate. Und das ist zum Beispiel auch ein wichtiges Element, also für mich und überhaupt in meiner Arbeit, dieses Verdecken, Verstecken, Zeigen, Wissen, also weil man weiß ja, also ich weiß das teilweise ja selber nicht, was ich da mache. Also ich habe über meine Arbeit keinen Überblick. Also ich meine jetzt nicht über meine Pläne und so, sondern ich weiß, während ich das mache, und über das ganze Werk kann ich nicht analysieren. Und das ist, finde ich, schon ein wichtiges Element. Das lässt auch viel offen und lässt auch viel zu. Das finde ich schon wichtig. Ja, aber wäre es nicht besser, wenn zum Beispiel die Betrachter Hinweise bekommen, wie sie was interpretieren müssen? Würde es nicht die Kommunikation erleichtern? Ja, das kann schon sein, dass dass viele Rezipienten es leichter haben, oder glauben, es leichter zu haben, oder es vielleicht angenehmer finden, wenn man ihnen da Anleitungen geben würde, mit konkreteren oder festen oder so eindeutigen Bedeutungen und Betitelungen auch. Aber ich finde, es ist wichtig, wenn dieses Unfertige auch zu betonen beim Kunstwerk. Also dass ich meiner Meinung nach ist das Kunstwerk ja nie fertig, sondern solange es kommuniziert, und es kommuniziert ja ständig, und wir sind in Kommunikation mit dem Kunstwerk, ist es so, dass es sich verändert und dass es dadurch weiterlebt. Und wir verändern das Kunstwerk, und das Kunstwerk verändert uns. Und das ist was sehr Wichtiges für glaube ich, auch für nicht nur für mich, sondern auch für meine Besitzerinnen und Besitzer. Ich habe da auch noch einen Plan von meinen, weil ich habe auch einen Plan gemacht von meinen Besitzerinnen und Besitzern. Und zwar ist das ein Plan, wie meine Kunstwerke, wenn sie mich verlassen haben,
dann sind sie quasi über die ganze Welt verstreut. Und das kann man, da habe ich einen Plan gemacht, wo sie überall lokalisiert sind. Also manchmal gehe ich ja herum und schaue mir das an in der Stadt. Schaue ich da, in der Straße gibt es da welche und dort oben in dem Stock. Und manchmal, wenn ich die Leute noch kenne, die Besitzer und Besitzerinnen, dann besuche ich sie auch und schaue mir das Kunstwerk an, ob das auch gut, wie es dem geht. Und umgekehrt würde mich das natürlich jetzt auch interessieren, wie das jetzt mit den Besitzerinnen und Besitzern ist, also mit Ihnen, wie das für Sie ist, diese Kunstwerke zu haben. Also wenn ich entlasse Sie ja meiner Obhut in einem gewissen Sinn. Und es wäre jetzt interessant herauszufinden, wie das weiterlebt, wie es, das ist ja nicht tot, es ist lebendig. Und da, es geht darum, wie sich das weiter verändert und wie Sie das sehen. Gut, dann würde ich jetzt anregen, dass nun das Publikum Gelegenheit zur Diskussion bekommt. Gibt es schon irgendwelche Anregungen oder Fragen? Möchte jemand zu dem Thema generell etwas sagen, das Kunstwerk und dessen Wesen? Ja, würdest du dann bitte antworten auf die Fragen, die... Selbstverständlich mache ich das. die Frage ist jetzt die, liebe Besitzerinnen und Besitzer, was wollt ihr jetzt dazu sagen? Warum habt ihr euch zum Kauf entschieden, zum Beispiel? Oder ist das Kunstwerk jetzt ein selbstverständlicher Teil Ihres Lebens? Beeinflusst es Ihren Alltag? Gute Nacht und viel Glück. Ja, bitte. Ein Mikro da. Ja, vielleicht könnten Sie der Künstlerin ausrichten. Sie ist ja jetzt leider schon weggeschaltet. Ja, sie ist leider schon schlafen gegangen anscheinend. Ja, also, schaut so aus. Schade. Ich wollte ja nur sagen, es geht Ihren Kunstwerken soweit ganz gut. In meiner Obhut, sie hängen halt so vor sich hin, kommunizieren weiter und leben. Also das wollte ich nur zur Beruhigung ihr noch sagen, nachdem sie uns schon länger nicht besucht hat. Gut, worüber ja. Wir uns sehr freuen würden. Ich werde sie ausrichten, sie wird vielleicht gerne kommen. Gut, danke. Gut, ich glaube, es ist ja etwas, also ich habe ja im Vorfeld mit Besitzerinnen und Besitzern auch gesprochen, ob sie sich da melden wollen und ob sie da etwas sagen wollen. Und es war eigentlich sehr schwierig, da jemanden zu finden, wie wir sehen. Obwohl viele das Thema interessant gefunden haben, aber ich denke mir doch, anscheinend ist es so, dass der Besitz eines Kunstwerks doch etwas sehr Privates ist und dass nicht öffentlich irgendwie darüber geredet werden will. Und das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt. Und ich glaube, wir können es jetzt so dabei belassen. Jede der Besitzerinnen und Besitzer, ich wünsche Ihnen allen alles Gute mit Ihren Kunstwerken und hoffe, es geht Ihnen gut und Sie verbringen eine schöne Zeit mit Ihnen. Danke. Liebe Birgit, ich danke ganz herzlich auch im Namen der Kunsthalle, da die Kunsthalle eine Independent-Organisation ist, was nämlich Sammlungsbestände betrifft, sind wir leider nicht Besitzer.
aber meine liebe Partnerin und ich haben natürlich eine Arbeit von dir in der Küche hängen. Und das zwar freut mich sehr. In dem Bereich, in dem nicht gekocht wird, sondern gefrühstückt wird. Und wir schauen wie in die aufgehende Sonne hinein, wenn wir auf deine Arbeit blicken. Und sie kommuniziert bei uns auch mit anderen Arbeiten und fühlt sich auch sehr wohl. Vielen herzlichen Dank. Oder? Danke. Es geht ja, danke weiter. Dir. Du bist jetzt wieder doppelt du selbst. Oder ja. Wie war das jetzt für dich? Schizophrenetisch irgendwie ein bisschen? Oder? Nein. Solange es nur zu zweit ist, geht's. Ich glaube, du hast schon gedankt im Fernsehen, aber vielleicht noch einmal deinen ganzen Mithelfern und Kindern, die hinter dir stehen, den Töchtern. Ja, da komme ich gar nicht nach. Ich kann das gar nicht, ich kann wirklich nicht alle nennen. Natürlich möchte ich ich kann nicht alle nennen. Okay. Es ist eine zahlreiche Menge, vor allem an Verwandten. Okay. Die vielleicht noch ein bisschen hierbleiben und sich austauschen, ja. Oder? Ja, danke. Genau. Danke. Danke.